Hallo, meine lieben Wassermänner. Ja, heute habe ich für euch eine neue Legung und zwar möchte ich schauen, was in den nächsten 2 bis 3 Wochen für euch kommt. Ja, so, dann lass mal schauen hier, was wird denn hier zum Beispiel Thema sein, die nächsten 2 bis 3 Wochen. Das ist dann auf jeden Fall noch im Oktober. Ja, was zeigt sich denn für den Wassermann als Thema? Wir haben hier den Park und das ist der Wassermann, ja, mit der Dame hier. Natürlich auch der männliche Wassermann, ja, also auch wenn hier eine Dame zu sehen ist, eben die Hauptperson. Okay, um was wird es denn hier gehen? Für den Wassermann. Wow. Um eine Partnerschaft, um eine Liebe, um eine Verbindung. Ja. Vielleicht machst du hier etwas öffentlich mit dem Park. Vielleicht bist du in der Öffentlichkeit, ja, eine Person, die bekannt ist, die, ja. Ich tue das nochmal zurück. 2 Karten sind rausgefallen, aber ich konnte sie sowieso nicht sehen. So, was gibt es hier noch? Die 4 Stäbe. Ne, 4 Schwerter sind es. Okay, also wir haben hier die Krebsenergie. Fische, Zwillinge und Waage. Es kann gut sein, dass du jetzt viel in der Öffentlichkeit sein wirst. Also vielleicht bist du auch, ja, wie gesagt, berühmt, beliebt, umgeben mit ganz vielen Leuten. Oder aber, wenn es jetzt Bereich Liebe sein sollte, eieiei, ich sehe hier schon eine Verbindung. Ja, es kann die Liebe sein, es kann natürlich auch eine andere Verbindung sein. Auf jeden Fall sehe ich hier sehr viel Glücklichkeit, sehr viel Freude, Romantik. Dennoch macht einem hier etwas zu schaffen. Ja, man bereut hier etwas, man ist dennoch traurig und ja, ist gerade geht irgendwie durch irgendeine Sache in den Rückzug. Ja? Rückzug von wem? Das ist jetzt natürlich die Frage. So, von was zieht sich denn, kleinen Moment, von was zieht sich der Wassermann hier zurück mit den 9 Schwertern und 4 Schwertern? Es zieht sich aus einer Dreierkonstellation raus oder vielleicht aus der Öffentlichkeit. Ja, weil ich ja hier gesagt habe, oh, du bist sehr viel in der Öffentlichkeit, aber vielleicht ist das Thema, die Öffentlichkeit. Vielleicht denkst du dir, nee, 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 ich bin frisch verliebt. Ich möchte nur mit meinem Liebsten, mit der Familie, ja, vielleicht schon noch mit der Familie, mit den Kindern, wem auch immer zusammen sein. Aber so von der Öffentlichkeit, dass ich jetzt Partys mache, ich habe das Gefühl, ja, da ziehst du dich raus aus dieser Sache. Ja. Genau. Was gibt es hier sonst noch zu sagen? Was gibt es hier sonst noch als Information, als Zusatzinformation? Du bist hier nur für deine Liebsten da. Du bist hier nur, ja, ich umsorge meine Kinder, ich umsorge meinen Partner, ich umsorge, ich bin schon da. Aber jetzt nicht, dass ich im großen Stil draußen in die Gesellschaft gehe und Partys mache, sondern ich bin jetzt nur, ja, die Umsorgende. Ja. Dennoch, dich macht ja hier auch etwas traurig. Ja, dich macht hier auch etwas traurig.
Die Frage ist, ja, hier bist du ja wahnsinnig glücklich mit diesen beiden Karten. Irgendeinen Vorfall gibt es, was dich hier in eine Ruhezeit verbrachtet, ja, in so eine Pause, in einen Rückzug, ja. Und das ist wegen drei der Kelche. Das ist nämlich auch eine Isolation. Ich gehe nicht mehr raus, ich bleibe nur noch drin, ich möchte niemanden sehen. Ja, man isoliert sich einfach, ja. Ich habe keine Lust zu feiern, ich habe keine Lust auf Partys, ja. Es kann sein, ja. Es kann sein, dass dich irgendwas zurückhält. Aber warum solltest du dann traurig sein? Bereust du hier etwas? Ja? Und dann lass mal hier schauen für die neun Schwerter. Bitte für die neun Schwerter, was hier gemeint ist. Man bereut hier einfach eine Entscheidung mit einer anderen Person, weil jetzt habe ich nämlich zwei Königinnen, ja? Also da ist doch eine zu viel. Deswegen vielleicht drei Kelche. Okay. Ja, da ist vielleicht etwas. Vielleicht hat dein Partner jemand anderes und du hast es jetzt mitbekommen. Eigentlich bist du ja sehr unbeschwert, glücklich, aber jetzt scheint dir etwas ans Licht gekommen zu sein. Und das bremst dir einiges aus. Ja, diese Unbeschwertheit. Ja, zwei Königinnen sind hier zu sehen. Das wird jetzt natürlich spannend. Was bedeutet das hier mit den... Oh, jemand aus der Vergangenheit. Ja, hier ist jemand aus der Vergangenheit. Eine Nostalgiekarte. Noch eine Klärung, bitte. Noch eine Klärung. Ja, und hier ist König der Münzen. Hier ist doch jemand verheiratet, vergeben, sage ich jetzt mal. Wenn es eine neue Liebe ist, schau mal, ich habe hier fünf der Schwerter, dann kann es sein, dass die Person nicht frei ist, die du hier kennenlernst. Oder bist du schon in so einer Situation oder ist dein Gegenüber in dieser Situation und du hast es erfahren? Ja? Wow. Gut. Das ist die Nachricht, die ich jetzt für euch habe, ja. Es muss jetzt natürlich nicht mit allen Wassermännern übereinstimmen. Schreibt mir gerne rein, wie ihr möchtet, ja, was hier wirklich Sache ist, ob ihr schon Bescheid wisst oder ist es was anderes. Ja, es kann auch natürlich was anderes sein. Genau, und falls ihr eine persönliche Kartenlegung wollt und Klarheit möchtet, dann kann ich für euch reinschauen, ja, wie euer Partner für euch empfindet, ob es da jemand anderes gibt, genau. Also gut, meine lieben Wassermänner, das war jetzt eure Legung. Ich wünsche euch alles Gute.